Wir befinden uns in der Neurochirurgie des Universitätsklinikums Essen. Oberarzt Carsten Frede wird heute eine Aneurysma-OP vornehmen. Doch was ist das überhaupt, ein Aneurysma? Vor allem ist es eine Veränderung der Wand des Gefäßes und eine Ausstülpung dann. Und durch die Flussverhältnisse des Blutes führt es dazu, dass sich diese Wandausstülpung vergrößert. Zusätzlich laufen da in der Wand inflammatorische Prozesse ab, also Entzündungsprozesse, jetzt nicht bakteriell bedingt, sondern abakterielle Entzündungen. Und alles zusammen führt dann dazu, dass Aneurysmata entstehen und größer werden. Die Patientin, die Carsten Frede heute operieren wird, hatte bereits infolge eines geplatzten Aneurysmas eine Subarachnoidalblutung erlitten. Heute wird das bisher unbehandelte Aneurysma operiert. Man sieht hier diesen weißen Fleck, das ist das Aneurysma. Auf der anderen Seite, spiegelbildlich, ist dort ein schwarzer Fleck, das ist das Artefakt, was durch den Clip der letzten Operation ausgelöst wird. Und man sieht auf den 3D-Rekonstruktionen der Subtraktionsangiographie die sehr komplexe Angioarchitektur des Aneurysmas. Ein Ast geht fast aus der Basis unten des Aneurysmas ab. Und wir werden sehen müssen, wie wir nachher diese Gefäße rekonstruieren können, damit dort keine Stenose auftritt. Vor allem der Ast, der hier nach frontal läuft, der wird wahrscheinlich relativ schwer zu rekonstruieren sein. Wir müssen eventuell da auch mehrere Clips einsetzen, um dort keine Stenose hervorzurufen. Hier unten in der konventionellen AP-Angiographie sieht man die Carotis interna nach oben kommen, dann geht nach medial die vordere Hirnarterie ab und nach lateral die mediale Hirnarterie, die dann hier sich aufzweigt in zwei Äste. Und genau an dieser Aufzweigungsstelle sitzt auch dieses Aneurysma. Das ist eine typische Lokalisation, wahrscheinlich auch aufgrund der Flussbedingungen in diesem Gefäßabschnitt. Wie schwierig es ist, zweidimensionale Darstellungen der Patientenbilder auf die reale OP-Situation zu übertragen, weiß Thomas Neumuth. Für den Informatiker von der Universität Leipzig eine große Herausforderung. Das Team vom Innovationszentrum für computerassistierte Chirurgie entwickelt derzeit einen intelligenten Operationssaal. Wie können quasi 2D vorliegende Informationen, die durch die bildgebenden Verfahren beispielsweise ja in einzelnen Schichten erzeugt werden, rekonstruiert werden zu dreidimensionalen Modellen, und wie können diese dreidimensionalen Modelle auf Displays, in Mikroskopen, Endoskop-Screens beispielsweise dargestellt werden, um die räumliche Wahrnehmung der anatomischen Strukturen zu verbessern. Bildgebende Verfahren erfordern eine Speicherung und Weiterverarbeitung von großen Datenmengen. Diese Bilder müssen verarbeitet werden mit Hilfe von verschiedenen Algorithmen. Beispielsweise Rauschen wird entfernt, sie werden komprimiert, die relevanten Bereiche werden unter Umständen gehighlightet. Diese Informationen sind sehr hochvolumig, müssen in Datenspeichern in der Klinik vorgehalten werden und dann für die weitere Planung der OP transportiert werden zu den Arbeitsplätzen, und dort beispielsweise begutachtet sie dann der Chirurg in Vorbereitung seines OP-Termins. In Deutschland leben rund 1,6 Millionen Menschen mit einem unentdeckten Aneurysma. Die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Gefäßaussackung blutet, liegt in der Bevölkerung pro Jahr bei ungefähr 10 von 100.000 Menschen. Wenn ein Aneurysma platzt, ist das ein lebensbedrohlicher Notfall. Und dann ist Eile geboten. Das muss normalerweise sofort behandelt werden, innerhalb von 24 Stunden. Wenn es nicht blutet, wenn es asymptomatisch ist, und das sind die meisten von diesen 1,6 Millionen Patienten, dann wird es vielleicht entdeckt, wenn eine Kernspinuntersuchung gemacht wird, weil eine Kopfschmerzabklärung gemacht wird oder im Rahmen von einer anderen Untersuchung. Heute hat sich Dr. Frede für die Methode des Clipping entschieden. Dabei wird das Aneurysma mit einer oder mehreren Klammern aus Titan vom Blutgefäß abgeklemmt. Damit ist das Risiko einer Blutung dauerhaft ausgeschaltet. Nachdem die Patientin in Narkose gelegt wurde, beginnt die Registrierung. Mit einem Pointer kennzeichnet der Chirurg markante Punkte am Kopf.
Die Funktion des Ganzen ist es, den realen Patienten mit dem virtuellen Patienten, der in Form von radiologischen Bildern vorliegt, im Computer in Übereinstimmung zu bringen. Das heißt, dass der Chirurg, der sich über das Patienteninnere mithilfe der radiologischen Bilder orientiert, dass er dann sieht, in welcher Region innerhalb des Patientenkörpers ist er, wie weit muss er noch bis zur Zielstruktur vorgehen, wo muss er aufpassen. Vor Beginn der Operation plant der Chirurg seinen Zugangsweg zur Zielstruktur sehr genau. Diese Planung findet in der Regel anhand des virtuellen Modells, anhand der Bilddaten beispielsweise, statt. Und hier muss er natürlich berücksichtigen, was der optimale Zugangsweg ist, welche Risikostrukturen in der Nähe sind, sodass er möglichst wenig Kollateralschaden anrichtet, um das eigentliche Problem beheben zu können. Der Hautschnitt wird aus kosmetischen Gründen hinter der Haargrenze angelegt. Zur Blutstillung werden die Wundränder mit Plastikklemmen komprimiert. Der Kaumuskel wird vom Knochen abgeschoben und mit Haken zurückgehalten. Durch den Einsatz eines elektrischen Messers kommt es zu einer Blutstillung am Muskelansatz. Die betroffenen Gefäße werden verödet. Nach dem Anlegen mehrerer Bohrlöcher wird mit dem Graniotom der Knochendeckel herausgefräst. Dieser wird vorsichtig herausgehoben und für die spätere Reimplantation steril aufbewahrt. Nach ausgiebiger Blutstillung wird die knöcherne Freilegung mit feuchten Hirnwatten umlegt. Zum Anbringen von Hirnspateln und zum Ablegen der Hände wird ein Metallring oberhalb des Operationsgebietes fixiert. Man sieht die Gehirnfurche zwischen den Stirn- und den Schläfenlappen. Hier verlaufen die Gefäße, die das Hirn versorgen. Die Gehirnfurche wird nun vorsichtig mikrochirurgisch eröffnet. Nun werden die am Ring befestigten Hirnspatel vorsichtig eingesetzt, um die Stirn- und Schläfenlappen auseinanderzuhalten. Dadurch wird die Präparation erleichtert. Die tiefer gelegenen Gefäßstrukturen werden sichtbar. Wichtig ist hierbei, dass die filigranen Gefäßwände nicht verletzt werden. Die über dem Aneurysma liegende Vene wird nun zur Seite gehalten. Das Aneurysma wird nun erstmalig sichtbar. Mit hoher Präzision müssen die feinen Arterien von den umgebenden Strukturen abgelöst werden. Nun wird versucht, hinter den Aneurysmadom zu schauen. Der Dom umfasst den eigentlichen Körper des Aneurysmas. Schließlich wird ein Aneurysma-Clip so angebracht, dass die abgehenden Gefäße nicht mit verschlossen werden.
Aufgrund der sehr komplexen Angioarchitektur wird das Trägergefäß vorübergehend mit einem temporären Clip verschlossen. Der aus der Basis abgehende Gefäßast ist über eine längere Strecke mit dem Aneurysma verbacken. Daher muss der zunächst platzierte Clip wieder entfernt und dieser Gefäßast vom Aneurysma gelöst werden. Nun kann der Clip wieder so platziert werden, dass der Gefäßast nicht verengt ist. Vorsichtig wird der am Gefäßast hängende Aneurysmaanteil mit der Mikroschere abgetrennt. Die Blutstillung erfolgt hier mit einer bipolaren Strompinzette. Um die bisher noch nicht ausgeschalteten Aneurysmaanteile zu verschließen, wird nun ein weiterer getunnelter Aneurysma-Clip eingebracht. Mit der Ultraschallsonde kann der Blutfluss in den abgehenden Gefäßen überprüft werden. Ein dritter, ebenfalls getunnelter Clip schaltet den verbleibenden unteren Anteil des Aneurysmas aus. Man sieht, dass sowohl der erste Clip als auch einige Gefäße durch die Tunnelöffnung verlaufen. Ein letzter, verkalkter Aneurysmaanteil soll nun mit einem vierten Clip ebenfalls abgeklemmt werden. In der Ultraschalluntersuchung zeigt sich jedoch, dass die Gefäße hierdurch wie mit einem Korken verschlossen werden. Der vierte Clip wird daher wieder entfernt und der unversorgte Teil später gewrappt, das heißt mit Watte und Fibrinkleber umwickelt. Mithilfe der interoperativen ICG-Angiografie sieht man, dass die Kontrastierung der Arterien und Venen zeitgerecht erfolgt. Das Aneurysma ist nun ausgeschaltet. Um auch für den unversorgten, verkalkten Aneurysmaanteil einen Blutungsschutz zu garantieren, wird dieser nun gewrappt. Nach Abschluss der Operation müssen sämtliche Hilfsmittel wie Watten und Kompressen aus dem Operationsgebiet entfernt werden. Eine weitere wichtige Aufgabe für den intelligenten Operationssaal der Zukunft. Auch hierfür gibt es Systeme, die überprüfen und mitzählen, wie viele Tupfer eingebracht wurden in den Patienten und dann natürlich auch für die Qualitätssicherung zur Verfügung stehen, um zu schauen, ob wieder alles entfernt wurde, sodass nichts übersehen wird, was natürlich
sehr leicht passieren kann, dadurch, dass sich die Tupfer auch mit Blut vollsaugen und eigentlich von dem umgebenden Gewebe nur sehr schwer zu unterscheiden sind. Am Ende der Operation wird die Hirnhaut wieder wasserdicht verschlossen. In die Knochenkante werden kleine Löcher gebohrt. Um Sickerblutungen zu verhindern, wird die Hirnhaut an die Löcher in der Knochenkante angenäht. Nachdem der Knochendeckel wieder eingesetzt wurde, wird dieser mit Titanschräubchen und Plättchen fixiert. Die Wunde wird schichtweise mit einzelnen Knoten und einer fortlaufenden Hautnaht wieder verschlossen. Obwohl die Angioarchitektur des Aneurysmas sehr komplex war, ist die Operation gut verlaufen. Weil der eine Ast, wo wir am Anfang schon gesagt haben, wahrscheinlich hängt der an der Aneurysmawand, wirklich komplett verbacken war, sodass wir das Aneurysma sogar aufschneiden mussten während der Operation, um dann die Clips zu platzieren. Insgesamt ja 3 Clips. Und es war auch nötig, das auszuklippen, temporär, um weniger Durchblutung zu haben. Auf dem Weg in die Intensivstation wird noch eine CT-Untersuchung gemacht. Nach Abschluss der OP wird natürlich nochmal eine Bildgebung gemacht vom Patienten, vom Operationsgebiet, um nachkontrollieren zu können, ob die Behandlung wie gewünscht erfolgt ist, ob das Aneurysma entfernt wurde und ob alles zum Wohle des Patienten entsprechend eingerichtet ist. Das ist für die Qualitätssicherung natürlich wichtig, für das Outcome und auch natürlich für das Wohlergehen des Patienten in Zukunft. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass bei der Patientin ein weiteres Aneurysma entsteht? Das ist nicht ausgeschlossen bei der Patientin. Die hat in der Tat ein höheres Risiko als die allgemeine Bevölkerung. Vor allem, weil sie schon 2 Aneurysmata hat jetzt und weil sie schon eine Blutung erlitten hat. Es sind allerdings wirklich nur wenige Prozent, sodass die Patientin nachkontrolliert werden wird. Man wird sie im Auge behalten, auch wenn es ihr gut geht, um sicherzustellen, dass sie nicht in einigen Jahren ein neues Aneurysma entwickelt, was dann auch behandlungsbedürftig wäre. Die Frage, warum ein Aneurysma überhaupt platzt, konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Es scheint auch da so zu sein, dass es Aneurysmata gibt, die stabil sind und andere, die instabil sind. Und das ist die große Herausforderung auch für die nächsten Jahre, herauszufinden, welche von den Aneurysmata stabil sind und welche instabil sind, weil wir natürlich nur die instabilen auch behandeln wollen und die stabilen eigentlich verlaufskontrollieren wollen. Hirnaneurysmata stellen eine große neurochirurgische Herausforderung für die zukünftige Forschung dar. Das Ziel muss sein, die heute schon guten Behandlungsergebnisse immer weiter zu verbessern.